Halbfinal-Hinspiel Nummer 1, RB Leipzig gegen Rangers FC. Die Schotten hier zu Gast in Leipzig, sie fühlen sich wohl im deutschen Fußball. Dortmund schmissen sie ja bereits aus dem Wettbewerb. Und jetzt war Leipzig gefordert. Nachdem sie schon ins DFB-Pokalfinale eingezogen sind, wollen sie das Gleiche jetzt in der Europa League vollziehen. Und so starteten sie hier voller Tatendrang in die Partie und hatten auch die erste Chance. Aber die Gäste, sie waren hier auch gut mit dabei. Starker Pass nach vorne und Joe Aribo mit der ersten Abschlusssituation für Rangers FC. Und das war eine vorzügliche Möglichkeit, die eigentlich schon den Führungstreffer bedeuten hätte müssen. Leipzig offensiv ausgerichtet, sie ließen sich auskontern. Wieder Joe Aribo und diesmal macht er das Ding. 32. Minute, 0:1, Golaschi überwunden, alleine auf den Keeper zugelaufen. RB Leipzig in der defensiven Absicherung nicht gut, Orban fehlte ja und das wurde hier ziemlich deutlich, aber es war nicht so, dass Leipzig chancenlos war. Nach vorne hatte Dani Olmo die nächste gute Chance. Aber solche Bälle, die müssen dann einfach im Netz zappeln. Weiter 0:1. Und vor der Pause noch so eine Umschaltaktion. Das geht viel zu einfach. Wieder viel Platz für die Rangers. Der Ball wird quergelegt und Joe Aribo macht einen Doppelpack. 45. Spielminute, 0:2. Albtraumhafter könnte es kaum in die Pause gehen für RB Leipzig. 0:2. Defensiv viel zu anfällig und vorne nutzen sie ihre guten Möglichkeiten nicht. Aber sie hatten ja noch 45 Minuten Zeit. Silva, starker Pass. Henrichs, quergelegt. Dani Olmo mit dem 1:2 in der 59. Minute. Die Hoffnungen, sie waren wieder zurückgekehrt. Zumindest ein Unentschieden sollte man hier im Hinspiel doch rausholen. Die Rangers hatten sich dann lange Zeit nicht mehr vorne blicken lassen. Dann kamen sie aber wieder. Und wie? Fast das 1:3. Doch Peter Gulaschi ist diesmal aufmerksam und kann das Tor verhindern. Leipzig in der Defensive ohne Orban wirklich etwas ohne die größte Orientierung. Das muss eigentlich besser funktionieren. Aber es klappte nicht. Nach vorne dann aber noch die Chance zum Ausgleich. André Silva steht aber im Abseits. Das 2:2 wird nicht gegeben. Zu Recht, das sehen wir gleich in der Wiederholung. Aber es war doch ziemlich knapp. Die Partie entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch. Und Joe Aribo, der machte mit der Verteidigung, was er wollte. Aber er machte nicht sein drittes Tor. Unglaublich. Da macht er schon zwei Tore, aber hätte locker die Chance auf zwei weitere gehabt. Um mit einem 1:3 dann nach Glasgow zu reisen, das wäre für Leipzig dann quasi Mission Impossible gewesen. So Leipzig weiter im Spiel. Es war noch nicht vorbei. André Silva gegen McGregor war ihm aber bis dato einfach noch nicht das Tor vergönnt gewesen. Gut gehalten, der Schuss nicht ganz platziert genug. Doch auch das letzte Wort hatte RB Leipzig. Sie war nochmal giftig. Silva, Vorteil gegeben. Silva! Unglaublich. Dann ist es auch irgendwann etwas Pech und vor allem ein überragender Auftritt von McGregor. Der hält das 2:1 aus Sicht der Gäste fest. Ein Unentschieden wäre am Ende sicherlich verdienter gewesen, doch auch die Rangers hatten noch Chancen und so wird es im Rückspiel sehr schwer für Leipzig.